Hallo, meine Lieben. Ja, wir haben den 23. Morgen ist schon Weihnachten. Heute gibt es das Video auch wieder in der richtigen Perspektive. Tut mir echt furchtbar leid. Wegen gestern und wegen dem Tag davor irgendwann auch. Das blöde Handy hat es nicht realisiert. Und ich habe dann aber auch nicht drauf geachtet, weil unten ist dann die Uhrzeit, wie lange es aufnimmt. Und die so klein geschriebene. Ja, achtet man dann halt nicht unbedingt drauf. Aber jetzt gibt es ja wieder ein ganz normales Video und wir fangen auch sofort an. Und zwar hier ist ein ganz viereckiges, ein richtig quadratisches mit der Nummer 23 von Nicole, von Nicoles Bunte Welt. Wer noch was gewinnen möchte, schaut am besten noch bei ihrem Kanal vorbei. Sie macht nämlich immer Verlosungen mit selbstgebastelten. Und wie ihr wisst, der 23. Morgen ist es schon vorbei. Und wir schauen mal. Es klingelt auf jeden Fall ein Glöckchen. Ein Glöckchen ist auf jeden Fall drin. Wieder eine süße, selbstgebastelte Box. Und wir haben da drin, ach, einen Schmetterlingsanhänger mit einem C für Christina. Karabinerchen, ein Glöckchen. Ich sag ein Resinschmetterlingchen mit, ja, mit zwei Sternen, hier Herzen, Herzen, Glitzersteinchen und so einer gefakten Hello Kitty. Keine echte. Also ich glaube, das sind sogar die Sticker, die ich ihr mal geschickt habe. Also es ist keine echte, aber trotzdem sehr, sehr niedlich. Ich habe sie mir damals extra gekauft, weil ich wusste, dass es keine echte Hello Kitty ist. Und die echte Hello Kitty regt mich so ein bisschen auf. Ach, schön. Ach, ich liebe diesen Glitter. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Ich liebe es. Ich. Ach, ich weiß nicht. Ich liebe es richtig doll. So, wir fangen an mit dem Buckligen von Silke. Silke, das ist aber heute echt sehr bucklig. Sehr schwer. Das ist so pyramidenmäßig. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Es fühlt sich an wie drei verschiedene Sachen. Wie ein Boden und dann ist da noch eine Plastikverpackung. Da ist noch irgendwas, was Hartes. Ich könnte es jetzt echt überhaupt nicht sagen, was drin ist. Überhaupt gar nicht. Es fällt mir sowieso sehr schwer, bei der Silke irgendwie zu sagen, was drin ist. Weil sie keine Action-Sachen reingepackt hat oder auch generell keine Sachen reingepackt hat, die man halt kennt. Also schon kennen tut man es schon, aber zum Beispiel, ja, bei den Marienkäfern zum Beispiel oder auch hier bei Nicole, also bei vielen Sachen weiß man ja, kann man ja erraten, was drin ist, aber bei Silke ist es mir jetzt noch fast nie gelungen zu erraten, was drin ist, weil es sehr mysteriös ist. Ich kaufe da noch immer heimlich, sodass ich gar nicht mitbekomme, was drin ist. Ja, die Silke. Ah, wo haben wir es denn? Silke hat übrigens keinen Kanal, deswegen habe ich da euch noch nie irgendwie zu was zu erwähnt. Und, oh, cool, eine Lichterkette mit, boah, ach, hier steht sogar drauf, mit 20 LEDs, mit warm weißen LEDs. Und da müssen drei Batterien rein und hier sind sogar drei Batterien und das ist ja mal Hammer. Sind die aus Ikea? Dürften aus Ikea. Ikea Batterien, die sind sehr gut. Muss man sagen, Ikea Batterien halten richtig lange, finde ich. Süß, ja, die kann ich auch sofort gebrauchen, weil die kriegt noch eine meiner Omas. Die kriegen so verzierte Flaschen, also Weinflaschen, verziert mit Betonoptik und Perlenkette und shabby chic mäßig und so. Und da kommt dann halt eine Lichterkette rein. Und ich brauchte noch eine, ich hätte mich heute los müssen. Ja. So, okay. Ich bin immer so außer mir. Mir wird immer so leicht ohnmächtig, ich weiß nicht. Jetzt haben wir hier die 23 von Kreativbund. Und es fühlt sich an wie ein Washi. Ein Washi. Nein, es ist kein Washi. Oh Gott, es
ist mir aber jetzt peinlich, dass ich das nicht erfüllt habe. Es ist nochmal ein Memento-Farbkissen, ein Crepe Jelly. In eins der Anfangstürchen hatte ich eins in Marokko, glaube ich. Ein rotes war das. Und hier ist jetzt ein lila. Rot und lila. Ja, wie gesagt, benötige ich nicht. Würde ich oder werde ich dann auch bald tauschen. Aber macht ja nichts, um Gottes Willen. Macht doch überhaupt nichts. Ha, aber ist eine schöne Farbe. Ist ein richtig schönes Lila. Wirklich ein richtig schönes Lila. Die sind auch super, die Memento-Dinger hier. Die sind echt super. Aber ich habe so viel. Ich habe so viel und ich bin dann ein Mensch. Mir reichen dann zwei Farben nicht, sondern ich will dann alle Farben. Und bin dann wieder unglücklich, dass ich alle Farben habe, aber zugleich auch glücklich, dass ich alle habe. Aber trotzdem würde ich es nicht benutzen, weil ich halt nicht viel bastel. Und dann verkaufe ich oder vertausche ich oder verkaufe ich dann von Anfang an lieber die Sachen. Oder kaufe es mir erst gar nicht, bevor es dann rumliegt. Also da habe ich das Denken, habe ich jetzt in der letzten Zeit, so im letzten Jahr habe ich das mir angeeignet und ich fahre damit recht gut. Die 23 von der Very Important, von auch Nicole, haben wir heute ein Papierchen, denke ich mal. Es ist auf jeden Fall 6x6. Fasst sich auch so an wie Papier. Und öffnen wir es mal, was Sand. Oh, cool. Ja, cool. Da freue ich mich. Die habe ich mir auch nicht gekauft, weil ich mir immer dachte, wofür denn? Weil es einfach eigentlich Quatsch ist. Aber ich freue mich umso mehr, dass ich jetzt doch eins habe. Weil ich bin da echt immer so dran rumgeschlichen. Das sind halt, wie ihr seht, schon so ausgestanzte Hintergründe quasi. Und man kann einfach ein farbiges Blatt dahinter tun. Und dann hat man sofort eine schöne Deko. Und das mit den Herzchen ist toll. Und ich finde auch toll, dass das in diesen... Das sieht aus wie Chromosome. Das finde ich jetzt blöd. Aber ich finde das toll, dass das in diesen Farben gehalten ist, weil das passt dann super zu dem Kraftpapier. Dann kann ich endlich mal diese dämlichen Kraftpapier-Kartenrohlinge verwenden und generell so kraftfarbenes Papier, weil das geht bei mir gar nicht weg. Also ich fand es mal eine Zeit lang schön, aber habe nie was damit gebastelt, weil einfach die Ideen fehlen. Was macht man großartig mit Kraftpapier? Also... Ja, bin ich jetzt nicht so Fan von. Aber mit sowas, mit Weiß, mit Grau und Hellbraun und Schwarz, lässt sich Kraft ja super gut kombinieren. Aber ich mach's einfach nicht. Ja. Wir haben aber hier noch die 23 von Schnäppchenjägerin Nicole. Auch wieder richtig goldig verziert hier mit einer Girlande. Kommt natürlich nicht in den Müll. Und das fasst sich heute an. Hier ist ein Spatel. Ich würde sagen, es könnten Rabons mit bei sein. Hier so ein Mundspatel. Und noch Sticker. Oder nur Rabons könnte auch sein. Schauen wir mal. Oh ja. Oh ja. Da hast du aber echt ein Schnäppchen gemacht. Von 2 Euro runtergesetzt auf 10. Boah, ich hätte alles aufgekauft, was es gibt. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal Metallic-Tattoos. Die kann man auch ins Resin eingießen. Die kann man auch auf Karten machen. Also gerade hier so Bordüren auf Karten. Super, genial. Vielen, vielen Dank. Das freut mich riesig. Da bin ich auch immer geizig. Ich habe ja so viel Metallic-Zeug. Aber diese Tattoos, die sind arschteuer. Also 2 Euro finde ich für so einen Bogen echt übertrieben, würde ich mir niemals für 2 Euro kaufen. Und ich bin jetzt echt fröhlich, richtig fröhlich, dass ich so einen Bogen habe, weil ich sie echt sehr, sehr schön finde. Ich finde sie richtig schön. Ich bin halt immer nur zu geizig. Und wir haben wirklich tatsächlich eine Packung Rub-Ons, und zwar aus der ersten Generation, soweit ich noch weiß. Und die sind super. Das sind so Etiketten, beschriftungsmäßig gehalten. Super, und die lassen sich auch echt gut verarbeiten. Bei Rabons finde ich es immer, ich liebe Rabons, ich liebe sie. Ich finde es nur immer blöd, dass man halt die glänzen halt, wenn man sie aufruppelt und je nachdem,
wie fest man sie aufrubbelt. Und teilweise muss man sie wirklich fest aufrubbeln, hat man so ein bisschen Druck in der Karte. Aber das macht nichts. Ich finde Rabons mächtig toll und freue ich mich echt sehr drüber. Rabons, oh Rabons. Ich habe eine ganze Schublade voll Rabons. Ah, oh, was habe ich nicht? Ist furchtbar, ist furchtbar. Okay, meine lieben Leute, ja, noch einen Tag, dann ist Weihnachten und morgen sehen wir uns nochmal und danach genieße ich erstmal die Feiertage, aber wie gesagt, morgen gehe ich euch nochmal auf die Nerven und wir sehen uns. Macht es gut, tschüss.